Willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Heute sind wir wieder als Terminus unterwegs, das dritte Mal jetzt in kurzer Zeit. Aber wir müssen das ja auch ausnutzen, bevor ein Patch 2.0 unnötigerweise in Grund und Boden genervt wird, ne? Ja, in 2.0 ist es so, Terminus kriegt einen 3-sekündigen Cooldown auf sein Schild. Na, also das ist allein schon, sehr folgendes Mikrogauen, alles klar. Das allein schon ist schon Grund zur Trauer. Und von seinen Bugs werden auch, ja, keine gefixt. Ist das nicht mal? Also gar keine. Wirklich, es ist ein Phänomen. So, deswegen nutzen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen aus, ja. Das ist unser Deck. Wir spielen natürlich auf der Dezimierungslegendären. Wir haben auch ein bisschen CC mit dabei, so für den Strahl und so weiter, ne? Perfekt, direkt den Feuerball von Fernando abgefangen. Ballern hier rein, fangen weiter Schaden ab, kriegen Kugeln. Hauen weiter rein, Inara steht da drin aus irgendwelchen Gründen, aber First Blood, Furia fällt. Okay, da ist er mir von meinem Schmettersturz weggeguckt worden. Und Tellis hinten, den holen wir mal kurz. Na, Tellis, hi und tschüss. Hat er sich falsch gezeigt, also das war nicht korrekt. So, Grover, du möchtest hier bleiben auf dem Punkt? In Ordnung, dann gehe ich mal, ne? Grover Hill, persönlich nicht so wirklich mein Favorit. Aber man muss nehmen, was man bekommt. Interessanterweise wurden weder Ying noch Damba gepickt, also beide waren nicht gebannt oder so, falls jetzt einer denkt, was ist denn hier los? Die wurden einfach nicht gepickt. Oh, hier kommt keiner durch. Naja, vielleicht Nando, egal. Wir fangen ja alles an Schaden ab, ballern ihn weg, hier kommen, zack. Jetzt stirbt endlich. Oh, er geht in den Strahl. Einen Schaden ab, aber da kommt gar nicht so viel rein. Wir können ja also Fernando bequem killen. Genau, er ist down. Aber jetzt müssen wir uns um Cassie kümmern. Hallo, Cassie. Oh. Das hätten wir. Okay, ich muss kurz warten. Meine Teammates. Ja, hi, Inara. Ich sollte kurz regenerieren. Lassen wir das. Warten wir auf die Teammates. Die Mauer da, da sieht mich Inara dann gar nicht. Vielleicht vergisst sie mich ja sogar. Ich gehe mal rein hier. Hallöchen. Oh, Tellis haben wir. Perfekt. Noch ein bisschen Damage abfangen. Hier für dich. Ulti ist ready. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt volle Kanne auf den Punkt stürmen. Und es einfach wieder beleben. So. Und dann auch noch direkt neben dem Strahl. Aua, das tut weh. Inara ist aus irgendwelchen Gründen noch voll. Wo hat sie sich denn versteckt? Habe ich gar nicht gesehen. Und Inara kassiert. Und ich bin im Strahl. Kann die jetzt mal sterben? Ja, mein Gott, hält die viel aus. Hinter uns ist keiner mehr. Nirgendwo ist irgendjemand. Ich glaube, wir haben das, ne? Ja. Perfekt. Dann wollen wir mal. Bleib jetzt nicht zu sicher auf dem Punkt, denn da kommt noch Tellis aus irgendwelchen Lüften angeflogen. Und Fernando, egal, wir holen uns jetzt zuerst Cassie hier. Wenn der Damage weg ist, dann kriegen wir das gut hin, ne? Dachchen. Gut, die hätte ich sowieso nicht abfangen können, keine Ahnung. Egal. So. Double Kill für uns hier noch. Inara drängen wir zurück. Und down. Perfekt. Jetzt können wir uns erstmal kurz hier zurückziehen. Ich dachte, ich musste kurz zu Grover, aber bin voll genug. Das kann ich auch kurz so heilen. Ne? Nee, da sind wir wieder voll hier. Oh Gott, apropos voll. Da kommt viel Damage. Alter Schwede, wo krieg ich denn so viel Schaden her? Hallo, ich habe mein Schild oben. Ist doch verarsche hier. Ah, alles klar. Und der dasht mich tot. Rippidi. Aber wo habe ich da gerade so viel Schaden herbekommen? Mein Schild war doch eigentlich oben. Komische Sache. Naja. Vielleicht war irgendeiner hinten oder von der Seite oder was auch immer. Na, und ihr seht ja, wenn wir auf dieses Schild jetzt 3 Sekunden Cooldown kriegen, dann können wir uns Terminus in den Arsch stecken, ey. So, jetzt die geile verbuggte Sprunganimation. Oben ist gar kein Mensch. Hier ist niemand. Und hier oben kann ich persönlich nicht viel machen. Vielleicht hätte lieber mal Koa oben hingehen sollen. Ich warte jetzt mal ab. Denn offensichtlich hat kein Mensch gecheckt, dass ich hier bin, trotz Cassie-Ulti. Hi, Furia. Na, wie geht's denn so? Makoa stürmt kurz durch hier. Wir fangen den Strahl ab, das kann man nämlich auch machen mit Q. Also zumindest da ein bisschen Damage bzw. Kugeln farmen, was auch immer. So, der ist down. Schöner Hook, perfekt, die ist down. Fangen wir ab. Ich glaube, wir können mal hochgehen, ne? Können wir es mal wagen. Ja? Ah, verdammt, ich bin hängen geblieben an der Kiste. Und sollte jetzt hier vielleicht lieber wieder weggehen, denn das ist gerade ein bisschen viel Damage. Oh, komm, perfekt. Das Healing von Grover ist da. Am Ende müssen wir sogar gar nicht ulten, das wäre doch was. Aber irgendwie hat Tellis hier welche geholt jetzt. Okay, schauen wir uns kurz um. Müssen wir ulten? Ja, machen wir mal. Machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Bam! Inara down. Die Sky-Ulti killt noch Dingens.
Furia. Und jetzt gehen wir noch alles zusammen auf Fernando. Wenn 5 Leute auf den einen prügeln, würde das doch nicht überleben, oder? Cassie ist down. Wo ist Fernando? Da. Und er ultet! Ja, guten Tag. Haben wir. Sag, hallo, warum zieht mein Anschlag nicht? So, jetzt. Und aus irgendwelchen Gründen können wir sie sogar da durchtreffen. Na gut, okay, der Arkschlag geht ja, wenn man das nach dieser Logik betrachtet, geht er ja durch den Boden, also auch durch so eine Mauer durch. Kann man so nehmen, okay. Kann man so gelten lassen, dass es durch die Wand ging. Ja, das war jetzt ein bisschen chaotisch am Ende. Aber wir haben es gepusht, 2-0. Super Sache. Und auch wenn ich Grover hier nicht mag, er macht seinen Job. Vor Furia. Wenn wir gegen auf den Damage gucken, wie das so aussieht, wir haben ja Lian, wir haben Sky. Arm. Von wegen. Ist der Terminus. 60.000. Und danach kommt Cassie. Auch ein damage-reicher Champ. Talis hingegen macht seinen Job nicht allzu gut. Viertletzter nur mit sehr wenig Schaden. Das ist ja suboptimal. So, aber egal. Jetzt ist nur 2-0. Das ist erst die halbe Miete. Ne? Da müssen wir jetzt nochmal ranklotzen. Mal gucken. Oh, cooler FPS-Lag. Der muss ja sein, gefühlt. Und direkt wieder den Feuerball, glaube ich, einkassiert. Und scheiße, ich bin runtergefallen. Oh, nee. Das ist gar nicht gut. Offensiv gehen wir rein, aber Big Game von Cassie schreddert uns in Sekunden tot. Och, Mann, warum denn? Dumme FPS-Lags. Egal, wir sind tot. Ulti ist nicht ready. Grover entkommt interessanterweise, oder? Oder? Na, Cassie ist ihm dicht auf den... Ich drücke immer Makoa. Ich drücke immer die falsche Taste. Was ist denn los mit mir? So, das ist eine geile Makoa-Ulti hier. So, nice. Da sind wir wieder. Und das sieht nicht gut aus auf dem Punkt. Talis ultet, er wollte Sky ulten, aber dass man das nicht kann, wenn jemand unsichtbar ist, ihn mit Talis ulten, das muss ich auch schon schmerzhaft feststellen. Als ich mal jemanden ulten wollte, der sich dann unsichtbar gemacht hat. Habe ich sehr gefeiert, muss ich schon sagen. Interessanterweise sind wir immer noch recht full hier, obwohl irgendwie alle von dem Team Rot da sind, aber wir halten die einfach voll auf den Punkt mit. Oh, gute Ulti von Sky. Down. Double Kill. Bam. Mit der Kugel gesniped. Grover macht das alleine, denke ich mal. Könnte er hinkriegen. Wir pushen ein bisschen nach vorne. Mensch, Furia, warum so offensiv? Nando, hi. Okay, er greift gar nicht an. Ihn juckt es gar nicht. Beziehungsweise ihn juckt es schon. Talis ist down. Oh, der Strahl mit dem Healing. Der Strahl mit dem Healing. So, Inara kommt. Ach, dieses dumme Kuh, Rechtsgegner. Dann überlebt die wieder alles, aber sie ist down. Okay, perfekt. Jetzt nur noch Nando und das sieht gut aus. Arm, keiner erwischt. Ich dachte, ich warte kurz auf Talis, aber der steht lieber auf dem Punkt rum. Kann der jetzt mal sterben? Perfekt. Meine Güte. Inara kommt auch nicht mehr hin. Super. Da haben wir es das zweite Mal eingenommen. Da müssen wir kein Schild hinmachen. Der Mauer müssen wir nicht shielden. Bam. Und zack. Perfekt. Brauchen wir Damage abfangen hier. Paar schon. Inara ist low. Kommt. Perfekt. Aua. Gestunt. Gut. Ich warte jetzt mal ganz kurz, Grover. Bist du da hier, mein Freund? Danke. Dann gehen wir mal wieder. Hol den Schild ab. Hier müssen wir gar nicht. Obwohl doch. Einen schönen Feuerball. Einkassiert. Ja, schöne Sache, schöne Sache. Ach, Jen. Ah. Aber so low. Und wir haben wieder 3 Kugeln. Wir müssen aufpassen, wir sind sehr low, wir sind sehr low. Obwohl die Ulti ist ready. Gehen mit dem restlichen Schild rein und direkt wieder beleben. Aber Nando wird das Schild haben, oder? Ja. Das war klar. Er stirbt trotzdem. Bam. Alice, komm jetzt. Okay, ist down. Sehr nice. Und jede Gegenwehr ist erstorben. Tja, Furia, was machst du jetzt, ne? Nando aufgehalten. Dings hier, alle runter. Aber die stürmen alle runter. Die haben jetzt gar kein Healing eigentlich, außer sie, den Strahl, den sie im Abfeuer kommen. Wir gehen mit runter hier. Hätten vielleicht auch oben bleiben sollen, aber der Nando... Oh, das wird nichts. Ne, wir werden sterben alle jetzt, ne? Ja, ja. Aber Grover und Makoa waren sowieso auch schon tot. Ja, wir müssen uns jetzt einfach aufgruppieren. Dann können wir das wieder schaffen, glaube ich. Und Nando sehr offensiv hier. Oh, in eine Sky rein offensiv. Das ist keine gute Idee. Die wir übrigens nicht genervt wird. Das ist auch wieder richtig geil.
Ach ja. Die Buffs und Nerfs in 2.0 sind interessant, aber auch teilweise sehr fragwürdig. Komm, Inara muss weg. Die braucht jetzt ihre 15 Sekunden Respawn-Zeit oder 13, was auch immer. So. Muss ich hochgehen? Ne, die kommen alle runter. Die kommen alle runter. Ich muss nicht hoch. Bam! Und da ist der Sieg. Makoa tanzt schon. Der hat's gewusst. Hier seht ihr die Stats von dem Game. Wir haben in der ganz kurzen Zeit mit Terminus schnell mal 100.000 Schaden gemacht. 15 zu 3 und 22 Assists. Ich denke, damit kann man arbeiten. Ja. Top Damage mit 20.000 mehr knapp als Platz 2. Jo, und das als kleiner, unschuldiger Terminus. Naja. Einfach auf die Tanks draufgeballert und dann läuft das schon. So, war eigentlich eine richtig, eine fetzige Runde. Nur kurz durchmarschiert sozusagen. Und das war's auf jeden Fall von der Runde Terminus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.